Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead Space 2 mit mir, den Simon. In der letzten Folge sind wir aus der Ishimura rausgeflogen, da hinten ist sie noch, die Ishimura. Wir sind mit einer Rettungskapsel raus und hatten den riesigen Cliffhanger der letzten Session, dass irgendwas mit, dass Ross Ellie getötet hat. Und darauf muss ich jetzt eine Woche warten, bis ich endlich weiterspielen konnte. Und jetzt kann ich endlich in dieser Session herausfinden, was mit Ellie passiert ist. Ob ich endlich, vielleicht ist es auch besser, dass ich nie rausgefunden hätte. Ich hätte abbrechen sollen, das ganze Let's Play. Nein, natürlich nicht. Ich will natürlich wissen, was passiert ist. So, also los geht's. Ich bin gespannt. Mal gucken, ob ich jetzt einfach ganz viel Level habe und mir das danach erzählt wird. Ja, so sieht's aus. Oh Gott. Oh no. Ich? Wo ist der? Stross! Oh mein Gott, ich glaube, Stross hat Ellie tatsächlich gekillt einfach. Oh Gott, aber wo? Ich kann sie sehen. Über Kameras oder? Das Kameras? Das Licht, glaube ich. Und der hat. Oh mein Gott, was für eine. Holy shit! Die haben Ellie einfach sterben lassen. Oh Gott, das finde ich mega scheiße. Wo sind wir überhaupt? Wir sind auf der Titanstation, aber was ist das für ein Bereich? Wollen wir nicht. Versuchen wir nicht irgendwie in die Mitte zu kommen, weil da der Marker ist irgendwie? Also ins Regierungssektor, in den Regierungssektor oder sowas? Erstmal hacken. Wo ist denn das? Da. Ich muss mich daran erinnern, dass ich den Anzug wechsle. Weil der ist eigentlich ziemlich ugly. Fand ich. Stimmt, wenn man den Helm hat, abnimmt, dann. Das hat mich am meisten gestört, dass man dann so scheiße aussieht. Ihr hört schon an meiner Stimme. Mir geht's mittlerweile besser. Letzte Woche war ich ja so ein bisschen erkältet. Hallöchen. Da habe ich was gesehen. Das habe ich jetzt nicht mehr. Wunderbar, oder? Ha, mir geht's besser. So. Ah, die Viecher schon wieder. Mich würde es echt interessieren, in was für ein Kapitel wir sind. Das habe ich voll vergessen. Na, was haben wir da? Sucherprojektile. Damit können wir eigentlich mal rumlaufen mit der Knarre. Stasepaket. Packen wir mal unsere Sucherknarre aus. Die ist nämlich auch immer ziemlich cool. Okay, ist alles voll am Arsch, aber warum kann ich. Oh, ich könnte gerade kurz nicht sprinten. Lag da was? Na, keine Ahnung. Okay, das ist kaputt. Ich höre aber weitere Dinger. Wie Schrott hier alles ist. Ach, über die Dinger kann ich nicht sprinten, weil die so einen ekelhaften Boden haben. Oder? Ja, wunderbar. Gut, dass man. Die kündigen sich halt echt krass an, weil man die einfach mega hört, die Dinger. Das ist ziemlich gut. Trotzdem sind die Viecher halt mega nervig, diese Minen. Okay. Ey, das ist jetzt einfach die Geschichte, oder wie? Stross tötet Ellie. War ja was? Ich hab was gehört, aber gut. Hier kann ich nicht sprinten, weil hier alles so. Ich wollte gerade hygienisch sagen. Weil hier alles so matschig ist. Das ist wie in der Ishimura. Da ist ja auch alles richtig matschig geworden, die ganzen Wände und so. Sieht so ein bisschen anders aus. Ist das Matsch an den Wänden? Und Job. Machen wir hier irgendwas? Wir schauen mal. Vielleicht habe ich bestimmt irgendwas zu verkaufen. Oh, ich habe nichts Neues gefunden. So, die Dinger verkaufe ich mal. Ansonsten, Muni geht so. Needbolzen brauche ich nicht. Können Sie mal eine neue Knarre kaufen, oder? Habe ich überhaupt. Ja, Laserkanone. Energiekanone. Ja, das. Wir kaufen uns mal eine dritte Waffe für die Session. Wird mal langsam Zeit, dass wir uns mal mehr kaufen. Kaufen wir uns mal die Needpistole. So, zack. Hol ich mir direkt noch ein bisschen Need-Muni. Wir haben ja jetzt so viele Inventarplätze, also. Was soll's, die ich gerade verkauft habe, die Muni. Da kaufen wir mal bis 30. Flabbig? 60. Ich meine, die Level. Die Waffe ist natürlich jetzt ungelevelt, das ist ein bisschen ärgerlich. So, da. Komm, 5. 5? Achso, das hat 5 Schuss. Ja, aber da war. Wir hätten doch hier mal einen allgemeinen Schuss angezeigt, warum nur 5? Bevor viel davon gekauft. Da, 60 habe ich. Alter, das ist super nah rangesunken, ey. Holy shit. Stoße wieder zu Ellie. Ja, das ist gescheitert? Fragezeichen. Kann man direkt schon wieder speichern. Da
Dabei kam von da oben gar keine weiteren Monster. Kapitel 11 stand da. Okay. Dead Space 1 hatte 12 Kapitel. Aber wir sind jetzt, glaube ich, erst bei Folge 22. Alter, ist hier für... Der ganze Boden ist matschig, oder? Ich kann hier nicht sprinten, oder? Oh, Hallöchen. Haha. Oh. Habe ich seinen Kopf abgeschlagen und schlägt er einfach wild umher? Alter, was für riesige Nietdinger habe ich da? Ich kann nicht nachladen. Ist mich verarscht. Ich habe doch nicht nur 5 von den Dingen, ich habe viel mehr von den Teilen. Weil hiermit habe ich noch einen anderen Feuermodus, ne? Was war das? Habe ich eigentlich mit denen hier auch noch? Ah ja, genau, der andere Feuermodus war ranzoomen. Ich habe doch viel mehr von diesen Nietdingern. Nietbolzen. Maximal Stapelung Inventar 30. Sind das vielleicht die falschen? Wahrscheinlich, wa? Wir gehen nochmal ganz kurz zurück zum Shop. Ich wäre davon ausgegangen, dass Nietbolzen die richtigen Teile dafür sind. Was haben wir denn für Muni? Nietbolzen, Kassettenschneider für Nietpistole. Was hat denn eine Nietpistole? Harpunengewehr. Vielleicht habe ich doch keinen. Ah. Die Harpunendinger brauche ich. Die stapeln sich nur bis zu 10. Und da ist voll. Nietdinger kann ich ja verkaufen. 30 Schuss. Das sind jetzt aber die Dinger. Damit schieße ich Harpunenteile. Den zweiten Feuermodus habe ich nur nicht richtig verstanden. Da war der irgendwie so ein bisschen am rumbrutzeln. Feuermodus. Oh Gott. Ah. Wow. Damit aktiviere ich die Dinger. Oh, das habe ich ganz alleine rausgefunden. Ich kann die schießen und dann aktivieren. Wie awesome ist das denn? Oh, der hat sogar Puhenteile gedrückt. Cool. Du bist nicht tot. Ah doch, dich habe ich gerade erst abgeschossen. Ey, wie awesome. Mehr Harpunendinger, ja. Kann ich die wieder aufsammeln immer? Alter, zieh ich das rein, ey, wie. Was für eine Hitze da rauskommt. Wo sind wir? Was ist das hier für eine Höhle? Wir müssen ja im Abbauding sein. Ja, guck mal, hier wird abgebaut. Oh, das habe ich ja noch gar nicht gesehen in Dead Space. Wo wirklich abgebaut wird. Dead Space ist ja so immer, ging es irgendwie immer um Ressourcen. Darum ging es ja auch bei der Titanstation und halt bei, der Ishimura. Okay, dann sind Explosionssachen. Da unten sind 1000 Wege. So wie es mir scheint. Ich loot erstmal. Jetzt mal Plasma-Katamoni. Ey, wie awesome, ey. Ich muss mir die Waffen mal öfter angucken. Das sei ja mega fett, dass das mit den wegbrutzeln. Ich meine, das ist ein bisschen bescheuert für ein Horrorspiel, dass man solche krassen Waffen bekommt. Ich meine, ich habe das noch gar nicht gelevelt und ich habe nur 2 Dinger gebraucht. Für so einen schwarzen, ne? Ich habe nur 2 Schüsse gebraucht für so einen schwarzen Necro. Weil die muss ich gar nicht lang. Oh Gott, da hinten. Der hat mich erwischt. Was hat das denn für eine Hitbox? Der macht aber gar kein Damage. Alter. Upsala. Das war vielleicht doof. Lebt er noch? Ne, der ist direkt gestorben. Da war so ein... War ich was? Ne. Da war so ein... Oh, hier muss ich lang. Störung. Eine autorisierte Techniker. Oh, ich muss ein Rätsel und ich muss das selber rausfinden, was ich machen soll. Da unten ist irgendwas. Das Ding ist auch nicht... Drück mal drauf. Ich habe auch keinen, der mir hilft, weil der Einzige, die mir bei sowas helfen würde, wäre Ellie. Aber Strass hat Ellie getötet. Was einfach mega krass ist. Ich weiß, ich habe es noch nicht... Ich habe ihre Leiche noch nicht gesehen. Was? Wo kommen die immer her? Oh, das war daneben. Brutzeln. Oh Mann, wie lustig. Ich weiß nicht, ob das eine Munition verschwendet. Ich glaube nicht. Wäre auch irgendwie bescheuert. Oh, ich kann hier runter. Ah, okay. Alles klar, Spiel. Oh, nicht die schon wieder. Nicht auf mich kotzen. Oh Gott. Oh Gott.
Ich bin tot. Was? Ich glaube, die Waffe ist nicht so die effektivste. Vor allem, wenn ich in der Nähe bin, brutzle ich mich selber weg. Das ist ein bisschen bescheuert. Oh Gott, hier, wo ich gespeichert habe. Oh Gott. Okay. Wo kommt der denn plötzlich her? Nachladen. Oh, nicht nachladen, der hat die andere. Ich hatte keine Muni mehr, oder wie? Ach scheiße, ich habe gespeichert, als ich die falsche Muni gekauft habe. Oh Gott, was für ein Müll. Ja, komm, scheiß drauf. Okay, wir haben die Waffe uns auf jeden Fall angeguckt. Aufgenommen habe ich's. Das heißt, ich schaue mir hier noch mal ein bisschen, hol mir noch mal die ganzen Sachen, die ich gerade auch geholt habe. Zack. Und zack. Und dann gehen wir direkt nach unten. Da hinten war ja nichts. Da muss ich ja gleich sowieso lang. Ja, ja. Was ist hier? Da ist so Kotzer. Boom. So. Angenehm, wir können ranzoomen mit dem Suchergewehr. Gehen wir nach unten, wa? So, triggern wir was. So. Oh, ich angekotzt, das ist nicht so geil. Okay. Da ist irgendwo so ein kleines. Nachladen. Wo bist du? An der Decke. Alter Schwede. So. Okay, hätten wir das auch geschafft. Das... Upsala. Lass ich am besten in die Luft fliegen, einfach nur wegen der Sicherheit. Nicht, dass ich das nachher irgendwie aktiviere. Okay. Und jetzt zeigt mir direkt den neuen Weg an. Alter, die kommen aus den Höhlen hier raus. Irgendwas hinter mir? Nee, ich glaube aber, das Vieh lebt noch. So. Bam. Hier kann ich was Cooles machen. What? Ah, rangezoomt. Oh Gott. Okay, zwei Schüsse brauchen die. So. Ich frage mich, ob es auch so schwarze Babys gibt. Oh Gott, noch mehr. Wo? Okay, das ist eine Höhle. Die können hier überall sein, ey. Das ist echt seltsam. Unangenehm. Alter, ist da noch mehr. Was für ein riesiges Gebiet. Oh. So, den habe ich. Stampfen. Für die Muni. Looten. Looten. Aua. So. Kein Problem mit dem Ding. Oh Gott, das ist voll überhitzt, ey. Kommen wir mal da raus. Kann ich mich da so holen? Warum auch immer? Okay, diese Leitung scheint zu der Tür zu gehen, wo ich hin will. Ich folge einfach mal... Warte, hier kann ich was machen. Schick. Schmeiß ich mal da schon mal hin. Zack. Haha. Das ist angenehm, dass da einfach so ein neuer Kern drin ist. Neuer Energiekern. Licht. So. Okay. Sehr gut. Licht ist schon mal nice. Das können wir überall lang, oder wie? Ich höre Babys. Hört ihr das? Oh Gott. Und wo? Da. Ah, ich höre die kleinen Babys. Ich höre ein paar von denen. Ich will da nicht rein. Da werde ich nachher verlangsamt. Oh Gott, die kommen da jetzt alle an, ey. Nimm mal da die Muni. Ist nicht so, die ist nicht so selten, die Muni. Plasma-Katte-Muni. So.
Ja, da ist noch einer. Mit Licht sieht ihr doch alles schon schöner aus. Der will mir aber, dass ich jetzt hier lang gehe. Oder was? Ach so. Der Aufzug ist natürlich der kürzeste Weg, aber der ist ja gar nicht aktiv. Also gehen wir ganz normal wieder die Rampe hoch. Wow! Er brennt. So, der ist tot. Ich habe noch was gehört irgendwo. Ein Kotzer. Oh, er lebt noch. So. Mehr, was mir auf den Nerven gehen will? Nein, super. Dann können wir jetzt weitergehen, doch. Anscheinend schon. Oh oh. Wie er sich ganz klein macht, ey. Ich frage mich, das machen die öfter, die Slasher, dass sie sich so klein machen. Als wenn sie sich ranschleichen wollen. Voll bescheuert. Aber gut. Nicht mein Problem. Gehen wir weiter. Oder gut für mich sogar, wenn die sich klein machen. So, das war ein seltsamer Raum. Ja. Einsturz. Ah, das ist tatsächlich so eine Minenarbeit-Ding. Hier ist. Ist das. Soll das Schnee sein oder Eis? Ist das so kalt hier? Dass es hier Eis gibt? So, speichern. Es sind echt. Man muss mal echt zählen, wie viele es von diesen Speichereinheiten gibt. Das ist krass. Irgendwie nach jedem Abschnitt. So, also nicht nach jedem Kapitel oder so, sondern nach jedem. Und das Auge. Sie lebt noch. Oh Gott, sei. Oh Gott, das Auge. Oh Gott. Na. Ich brauche noch eine. Oh Gott. Das, oh Gott, Stross hatte das Auge von Ellie in der Hand. Und Ellie? Einfach, sie schuldet mir ein Auge. Was zum Teufel? Wow. Oh Gott. Ich bin in Space. Okay. Ellie hat gelogen. Sie wird nicht helfen. Aber sie, Isaac. Sie werden sie nach Schritt 3 sehen. Isaac. Oh Gott, oh Gott. Tiefer in ja. In die Minen von Moria. Bringen Sie sich in Sicherheit. Oh Gott, oh Gott. Ellie lebt. Alles schon mal gut. Wir fighten wieder dieses crazy Ding, die diese seltsamen Teile auf mich schießen. Das mega mehr nervig ist. Komm schon, zeig mir, was du kannst. Ugh. Ich bin viel zu nah an diesem Teil. Was hat mich da überhaupt rausgezogen? So, den habe ich. Wow. Wo bin ich? Was sind das für Laser? Ich brauche Sauerstoff. Okay, also irgendwie so ein Vieh hat mich rausgezogen. Vielleicht wollte ich das ja sogar. Isaac hat gar nicht darauf reagiert. Er hat gerade ganz normal mit Ellie geredet. Einfach so, ja, alles klar. Lass mal treffen. Ich habe dein Auge gesehen. Oh, wie abgefuckt. Was soll ich? Ah, ich muss da durch und damit. Also ich muss die Laser zerstören. Da sind solche Teile. Oh Gott, warte, wenn ich das schieße, dann fliegen die Laser durch Space, oder? Oh Gott, das könnte sehr gefährlich werden. Was ist das überhaupt für Laserapparate? Und da muss ich jetzt eins anbringen, denke ich mal. Aber hier war doch irgendwie so ein Laserstation-Teil. Was haben wir hier denn? Oh, da, Laser. Ah, ne. Okay. Da ist mal ran. Kann ich schneller ran? Nee, nicht wirklich. So. Wie mache ich das? Einfach loslassen. Woo! See you later, Laser. Okay, warte, habe ich es freigeschaltet? Ja, okay, das waren nur zwei. Lass mal noch hier ein bisschen umgucken. Das ist mega fett hier irgendwie. Sind da irgendwie Items oder so? Das sieht mir aus wie irgendwie Geld. Ist da was? Kann ich hier landen? Nö. Dann explodiert was. Wow. Wo, ich hab... Kann ich mich... Oh, da. Seht ihr's? Da ist Loot. Von dem Vieh, was ich da wahrscheinlich getötet habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo genau ich hier bin. Ich glaube, wenn ich zu weit da... Hier ist da... Da ist der Ring. Was ist dieser Ring? Ist das die Station irgendwie? Ich würde mich gerne irgendwie orientieren können.
Ich weiß gar nicht mehr, wie ich mich ausrichte. Oh, ich habe mich, glaube ich, jetzt ausgerichtet. Jetzt bin ich, glaube ich, ausgerichtet, ja. Da muss ich hin. Okay. Ich hole mir noch einmal kurz Sauerstoff. Sauerstoff? In diesen Dingern sind, glaube ich, immer Sauerstoff, ne? Hoffe ich mal. Ja. Oh, das war knapper, als ich jetzt gedacht habe. Normalerweise hat man unendlich Sauerstoff gefühlt. Und da rein. So, hinstellen. So, wunderbar. Dann beende ich die Folge, ja. Okay, mit Ellie ist alles in Ordnung. Wir schauen mal in der nächsten Folge, ob sie uns böse ist über ihr Auge. Aber bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.